Nimmst du jetzt auf? Du nimmst auf. So. Ich bin heute mit Basti unterwegs. Moin! Von den Pottweinern. Ganz seltener Gast, aber fest etabliertes Schmierlappen-Mitglied. Juhu! Wir freuen uns, dass du wieder da bist. Und vor allen Dingen auch, ich mich auch regelmäßig dabei bist. Ich mich auch, ja! Bring mal hin! So, Basti hat mir gerade eine Frage gestellt. Jetzt, ich habe gesagt, bevor ich das jetzt irgendwann nochmal erzählen muss, erzähle ich euch die Story gleich mit. Buschdämpfer. Ich bin ja kein Freund von dem X2 gewesen. Den habe ich in meinem Downhiller gehabt, den habe ich in meinem Yeti gehabt, den hatte ich zuletzt in meinem Rocky gehabt. Ich habe lieber den Fox DRX2 gefahren, Quatsch, DPX. Ja. DPX ist der einfache, ne? Ja, bin ich so der Fox-Schreiber. Ja, ich bin jetzt gerade auch am Überlegen, ehrlicherweise. DHX, bin ich jetzt doof? Der normale Fox-Dämpfer mit Ausgleichsbehälter. Ja. DPX? DPX. Kann sein. Ja, oder DPS ist ja der, glaube ich, ohne. Und DPX der mit, so. Den Dämpfer habe ich geliebt, ohne Ende. Mit dem, wie gesagt, mit dem DHR2 habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Der hat bei mir irgendwie nie so richtig funktioniert. So, jetzt war der. DHR2 ist ein Reifen von Maxxis. Junge, was ist los heute? Hör mal. Hör mal, das ganze Blut, was eigentlich im Gehirn ist, ist immer noch im Magen. Ne? Frohe Weihnachten erstmal. Was wollte ich jetzt sagen? Ihr wisst, was gemeint ist. Ne? Wir wissen das eigentlich auch, aber irgendwie, ich glaube, das auch nicht. So, auf jeden Fall war dieser Dämpfer, der besagte Dämpfer. Ja, ne? Fox. Der Fox, ne? Dieser fette Downhill-Dämpfer. Egal. Ja, genau. Da war der Michi einfach zu billig. Nein, der war jetzt hier in meinem Rahmenkit drin, so. Und wo ich den Rahmen bestellt habe, war mir eigentlich schon klar, dass ich den Dämpfer sofort wieder ausbaue. So. Dann war ja dieser besagte Putschdämpfer im Angebot, weil da jetzt ein neuer kommt. Den konnte man jetzt relativ günstig schießen. Ja, den habe ich dann jetzt halt bestellt. Bin aber die ganze Zeit den besagten Fox-Dämpfer gefahren. Und der hat so gut funktioniert. Ich habe den Marcel vorgeschwärmt. Ich sage, ey Junge, ich sag, das ist der geilste Hinterbau, den ich je gefahren bin. Gibt's doch gar nicht. Total genial. Hat super, super gut funktioniert. Und weshalb ich jetzt darauf komme, weil er mich jetzt gefragt hat, merkst du einen Unterschied? Und ich muss ganz ehrlicherweise sagen, peinlich aber wahr, nein, ich merke keinen Unterschied. Ist ja auch jetzt recht positiv, also Dämpfer ist unauffällig, aber im Vergleich zu zu Gabel, der ist auch noch ein Thema. Merkst du denn da einen Unterschied bei deinem Upgrade? Ja, die Gabel merke ich, definitiv. Besser oder schlechter? Ja, definitiv besser. Die Gabel ist vom Fahren echt was Besonderes. Boah, war Fox 38? Ja, auch eine Top-Gabel. Also ich kann nichts Negatives sagen, aber Öhlins ist halt irgendwie, ist plüschiger, definitiv. Gold. Ja, auf jeden Fall muss ich ehrlicherweise sagen, hat sich das Geld nicht gelohnt. Mein Wasser, was er gut macht, ist halt, dass er auf jeden Klick reagiert, ne? Also wenn ich irgendwas verstelle, dann merkst du schon. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich auch den Fox drin lassen können. Ich merke kaum Unterschied. Jo, das dazu. Hallo und herzlich willkommen bei den Enduro Vibes. Hallo. POV. Wer filmt denn da? Warte mal. So. Stell ich mal ins Bike. Fahr mal. Stell ich mal ins Bike. Gut so. Oh, war ja. Ehemals. Busch geht Basti. Nur noch Busch Basti. Wir fahren heute ein bisschen die chilligen Trails, weil der Basti hat sich die gewünscht. Ich will nochmal wieder reinkommen. Ja, du bist so lieb. Oh. Das habe ich vermisst. Weißt du, was so geil ist?
fahre ja sogar gerne hier, aber ich hätte ja keiner sonst hier. Ja. Weil das ist ja alles der Titi. Ja, also. Das ist sehr lieb von dir, dass du schön langsam vor mir vorherrollst. Komm, da war es schon chillig, oder? Ja. Aber ich finde aber trotzdem... Ey, die Bodenverhältnisse sind top. Und Nadelwald. Das ist sehr angenehm. Jetzt fahren wir da, wo wir gerade rechts gefahren sind. Oder geradeaus fahren wir links. Jo. Wo ist denn hier der Trail? Achso. Ja, okay, auf jeden Fall löst sie nicht selber aus. Alles klar. Noch. Flomo! Hallo. Da ist die Sau! Hast du ihn gesehen? Ich hab ihn gesehen. Den kleinen Steppke. Jo! Ja. Braucht man nicht so viel bremsen. Boah, ja.
Hohoho. Da hängt er mich doch noch immer ab. Ui. Ist schon. Oh. Falscher Gang. Ui. Ach, ist das schön. Endlich wieder im Wald spielen. Steven Spielberg on the mic. Naja, das zieht er mir schon wieder weg. Knödelfee. Danke. Was ist los, Päuschen? Ja. Aber da merkst du wieder direkt, wir rollen hintereinander her, sobald das steil wird. Rollst du so weg? Gewicht, weißt du? Das zieht halt. Also, der Mitch ist den schon ewig lange nicht mehr gefahren und er weiß nicht, ob er noch da ist. Gucken wir mal. Ansonsten machen wir ein bisschen Freeride. Ah, boah. Ja, ein bisschen worldwide wie früher. Genau. Früher, als es noch keine Trails hier gab. Genau. Gab es aber mal ein Canyon, das ist worldwide. Früher war das eigentlich ein gutes Game hier. Ja. Ich wollte es gerade sagen. Wo du die Welt noch nicht so kanntest. Wuhu! Ich fahre jetzt 10 Jahre wieder, 22, ja. 2012 habe ich wieder angefangen. War da mal Trail da? Über diese Welle, ne? Ich meine, den sind wir auch mal gefahren, vor 2 Jahren so, in dem Dreh. Wir sind eigentlich hier rein. Und dann über den Hügel. Ja, da liegt jetzt aber... vermutlich seit längerem Baum.
dann nur noch hoch. Trotzdem macht der Spaß. Der macht richtig Spaß. Ja, hallo, liebe Liebenden. Mitch mit seiner Pornobrille. Ja, was soll ich sagen? Ich darf jetzt hier ein Enduro Wipes Outro machen. Und was habe ich gerade zu Mitch gesagt? Wir sind heile, unsere Bikes sind heile. Wir hatten trotz anderthalb Stunden ein bisschen Spaß gehabt. Ja. Und wir freuen uns aufs nächste Jahr, oder? Ja, kann man so sagen. Wirklich aufs nächste Jahr, weil das Video kommt noch heute in 2022. Und dann ist das Jahr vorbei. Tschüss, Leute. Ciao, ciao. Winke, winke.